Hallo meine Lieben und ganz herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Hegel-Podcast. Ich begrüße euch. Nach dem Intro geht es richtig los. Hey meine Lieben, ich bin Katrin und das hier ist mein Handarbeitskanal. Auf diesem Kanal findest du ganz viel zum Thema Häkeln. Manchmal tue ich auch Stricken, aber meistens wirklich Häkeln. Ja, wo fange ich an? Ich habe so ein paar Projekte. Ich habe nicht sehr viel gehäkelt diese Woche, aber ich habe so ein paar Projekte, habe ich weitergemacht. Die würde ich euch gerne zeigen und präsentieren. Alle Projekte, die ich euch zeige, sind entweder Sachen, die demnächst hier auf dem Kanal als Video-Tutorial hochgeladen werden, also als Mitmachanleitung, wenn man das so sagen möchte. Ja, oder eben, wenn es was von anderen Designern ist, sage ich das speziell dazu. Trifft aber eigentlich nicht zu. Also es ist alles irgendwie irgendwas, was demnächst auf diesem Kanal erscheinen wird. Ich habe jetzt wieder meine Funzel angemacht, weil es doch wieder sehr dunkel ist. Irgendwann fängt die Jahreszeit doch an, dass man mal künstliches Licht braucht, falls ihr euch da wundert. Garne sind hauptsächlich von mir gewickelte Garne, die ihr in meinem Etsy-Shop erwerben könnt. Also da ruhig vorbeischauen, wenn ihr das gerne möchtet. Und ansonsten sage ich es immer noch mal direkt bei dem Projekt mit dazu, wenn es irgendwie eine andere Garnmanufaktur, wie auch immer, Herstellung ist, dann gebe ich das noch mal dazu und auch was so wissenswert zu dem Garn ist. Was gab es immer noch so für Fragen? Nö, ich denke mal, das war das, was die meisten Fragen betrifft. Ansonsten kann ich gerne noch mal auf meinem Daily-Kanal zurückverweisen. Da gibt es täglich ein Video, täglich mit anderen verschiedenen Anregungen. Und vielleicht ist da auch die ein oder andere Frage für euch auch mit dabei und schon beantwortet. Jawohl. Wir fangen an mit, was ich heute trage. Ich habe etwas an, was die liebe Steffi mir gehäkelt hat. Und das packe ich auf dem anderen Kanal zusammen mit euch aus. Es dauert aber ein bisschen, weil wir zurzeit wieder ein bisschen zeitversetzt unterwegs sind. Sie hat mir ein T-Shirt gehäkelt. Sieht so aus. Hat ein wunderschönes Muster. Ich glaube, ich will auch öfters mal so ein paar Sachen von euch präsentieren. Wir gucken mal, wie lang das Video ist. Und dann werde ich euch auch mal ein paar Sachen von euch präsentieren als Fotos. Ja, dass wir das mal ein bisschen mit reinmachen. Aber hier so ganz unprofessionell mit Telefon, weil ich habe keine Lust, John schon noch die Aufgabe zu erteilen. Er muss hier noch irgendwie Bildchen mit reinschneiden. Und wir machen auch nur die Bilder, die ich von euch auf Instagram erhalten habe. Ja, weil bei Facebook könnt ihr ja selber in die Gruppe gucken, was da so gepostet wird. Bei Instagram könnt ihr auch selber gucken. Ist alles in der Story Highlights verlinkt. Genau. Ich teile ja immer, also ich versuche immer alles fleißig zu teilen von euch. Ja. Okay, ihr Lieben, fangen wir an. Ich kann euch nur sagen, dass das aus dem Seerosenteich gehäkelt ist. Und der ist ein Vierfachknäuel und ich glaube, das war der große. Ja, das ist der große, oder? Wenn ich Steffi einfach nochmal die Angaben unten rein, da freuen wir uns drüber. Auch die Nadelstärke und bla und blub. Aber du hast es schon so schön in der Facebook-Gruppe gepostet. Also ihr müsst einfach bloß eigentlich das T-Shirt suchen. Ja, suchen. Das ist manchmal so ein Problem, Sachen selber zu suchen. Ich weiß. Ich kenne das von mir auch. Ich bin manchmal auch ein bisschen faul. Aber ich stöbere halt auch gerne, ne? Weil man entdeckt dann immer auch ganz viele andere Dinge. Das denke ich mir dann immer. Ne? Ja, ihr Lieben, fangen wir an. Was habe ich auf den Nadeln? Was habe ich weitergemacht? Ist was Fertiges dabei? Nein. Wir halten fest, Steffis Teil ist das Fertige für heute. Ja.
Was habe ich mit dabei? Ich habe in der Tasche von Nadel Mikado, also falls ihr so eine schicke Tasche haben wollt, mit Knöpfchen. Das geht natürlich mit Bobble schwieriger, aber wenn ihr bloß ein Sockenprojekt habt oder sowas oder Mütze oder was auch immer, ein kleines Projekt, dann kann man das machen. Dann kann man das Knöpfchen benutzen. Hier ist auch so ein Haken drin, damit ihr da euren Schlüssel oder irgendwas oder was ihr mit dran machen wollt, präsentieren könnt und den nicht verliert. Aber wenn ihr den Knopf nicht verwenden könnt, so wie ich, kann man die Tasche auch so schließen. Nadel Mikado hat einen eigenen Shop, beziehungsweise findet ihr auch auf Etsy. Ist das so richtig rum oder ist das so richtig rum? Ist eigentlich egal, oder? Oh Gott, meine Nase läuft schon wieder. Wir machen bestimmt gleich eine Pause. Machen wir jetzt schnell, bevor ich euch das Projekt zeige. Da bin ich wieder. Ich habe heute Videodrehtag. Also ich drehe heute mehrere Videos und das ist jetzt mein vorletztes, was ich für heute drehe. Und irgendwie mache ich bei jedem Video eine Pause, weil ich die Nase schnauben muss. Und weil wir das gerne mal vergessen rauszuschneiden, habe ich mir gedacht, ich mache es heute mal einfacher mit Pause. Also nicht vergessen rauszuschneiden, aber ich vergesse halt manche Sachen und gebe die dann nicht weiter und dann kann John das natürlich nicht machen. Ja. Okay, ich habe ein Tuch, das werde ich, heute ist Samstag, ich weiß nicht, ob ich es bis morgen schaffe, euch das nochmal gratis zu posten. Auf jeden Fall kommt es am Freitag als Häkelschrift erstmal gratis online. Ne? Wer mit der Häkelschrift nicht klarkommt, ich mache euch aber auch noch ein Video dazu fertig. Aber das Video gibt es immer erst, wenn ich soweit bin. Auf jeden Fall habe ich hier das hier weiter gehäkelt. Ihr seht, ich liebe dieses Muster. Es ist so cool und es ist gerade für Schals, finde ich es gerade cool, weil ich habe schon mal einen Schal damit gemacht. Findet ihr hier auf dem Kanal. Und apropos Schal, ich wollte ja auch noch so Schals machen. Ne? Hört mir bloß auf, habe noch was zu tun. Ich hatte euch da ja noch was versprochen. Das machen wir auch noch. Ich weiß aber noch nicht, ob ich das als Video mache oder so euch reingebe. Das gebe ich euch so rein. Gebe ich euch so rein. Auf jeden Fall, ich liebe dieses Muster. Ja, und das Tuch ist wirklich einfach. Man hat zwei Reihen. Eine Reihe gibt das Muster vor, eine Reihe wiederholt das Muster nur. Eine Reihe gibt es vor, eine Reihe wiederholt es nur. Und zwar ist da nur das Vorgeben, dass hier dieses Musterset eben nochmal dazu kommt. Ne? Da kommen jeweils zwei immer dazu. Dann wird das wiederholt, dann wieder zwei dazu und dann wieder wiederholt. Und das Ganze wird ein Dreieckstuch. Und sieht so aus. Wo ist die weiße Seite? Da ist die weiße Gardine. Da sieht man es schön. Ja. Und das Ganze mache ich mit dem Herbst im Harz. Das ist ein Vierfachknäuel mit 1000 Metern. Und sieht so aus. Wir haben Schwarz, ein Tannengrün, ein Brombeerton und zum Schluss kommt Kurkuma, ein bisschen dunkleres Gelb. Jawohl. Und da lebt auch meine Häkelnadel drin, mit der ich das gerade häkle, die 3 mm Nadel. Alles unten im Shop verlinkt. Falls mal keine Nadel online ist, könnt ihr uns gerne auch anschreiben und John schickt euch dann Fotos. Übrigens, ich weiß nicht, wie der Stand gerade ist, aber ich glaube, es sind noch ein paar Adventskalender drüber, aber ich weiß es nicht. Ich guck mal ganz schnell. Wartet, das haben wir. Weil sonst kriege ich wieder Mecker, dass ich es nicht erwähnt habe, dass es da ja was gab. Nein, ich kriege keine Mecker. Genau, Weihnachtsboxen nur mit Nadel. Also offiziell, wenn ich jetzt gerade auf den Shop gucke, ist sie noch da. Da, die mit der blauen Banderole ist es. Und da seht ihr auch nochmal, falls keine Nadel online ist, einfach mal eine Nachricht schreiben. Und achso, und mein aktuelles Tutorial. Weihnachtsbox ohne Nadel, ohne Beutel ist auch noch verfügbar. Die werde ich drinnen lassen bis Mitte November, so dass Ende November echt die letzten Boxen rausgehen.
Ja, also so Anfang, Mitte November, irgendwo so um den 10. November herum. Je nachdem, wie die Auftragslage ist, werde ich den rausnehmen. Also das ist der hier für 55, ne? Wo keine Nadel, kein Beutel dabei ist. Ja. Wir haben ja ein kleines Special mit einer anderen Hand. Made-Tante, sage ich mal so, aus Erfurt. Und wenn das alle ist, glaube ich, ich werde, glaube ich, nicht noch was nachordern. Also ich musste jetzt schon ein paar Mal nachordern. Ich glaube, ich werde es nicht noch mal. Ich glaube, das ist auch noch mal so ein Zeichen. Also wenn das denn vor dem 10.11., so in etwa, je nach Auftragslage, vorbei ist, dann ist es aber auch wirklich vorbei mit den Adventskalendern. Sehr stark limitiert ist der mit den Nadeln, weil die Nadeln müssen halt erstmal produziert sein, also da müssen auch genug da sein. Und der mit den Beuteln, der ist ja komplett aus, weil da hatten wir einmal Großbeutel bestellt und ja, das ist für uns dann auch genug gewesen. Also es wird bestimmt nächstes Jahr wieder ein Beutel geben, aber wieder etwas anderes. Also vielleicht dann auch wieder ein Adventskalender, aber in Bobbelform. Ich weiß es noch nicht. Erstmal wollen wir uns über den Adventskalender freuen. Auf jeden Fall das Tuch. Mache ich euch die Häkelschrift fertig und poste ich auf irgendeinem Freitag. Ich weiß, dass ich diesen Freitag nichts gepostet habe. Da war mal mein freier Tag. Da habe ich mal gedacht, da poste ich nichts. Aber an irgendeinem Tag poste ich euch auf jeden Fall schon mal die Häkelschrift, aber wie gesagt, dazu kommt auch noch ein Video online. Genau, also daran habe ich jetzt fleißig immer gehäkelt. Das war jetzt so mein Unterwegsprojekt, würde ich sagen. Jo. Dann lebt hier die nächste Nadel. Ich bin ein bisschen hochgegangen mit der Nadelstärke, aber ich kann euch gerade gar nicht sagen, weil manchmal mache ich das mit Gefühl, Nachgefühl. Und zwar haben wir hier jetzt, Achtung, ein Fremdgarn. Aber so fremd ist es nicht, ihr kennt es alle. Es ist mein Garn von Wulpedia. Und zwar mache ich daraus ein Kleid mit der lieben Nela und der Nora zusammen. Die wohnen hier in der Nähe von mir. Das sind Mama und Tochter, und ja, wir haben uns entschieden, wir haben auf Pinterest vor einiger Zeit ein Kleidchen vorgesucht und häkeln nach dem Bild jetzt ein Kleidchen zusammen. Ja, und ich mache das aus dem schönen Garn von Wulpedia, nämlich ein Modalgarn, was ich mir extra für ein Kleid besorgt hatte. Ja, zu dem Muster hier mache ich euch auch eine schriftliche Anleitung nur fertig. Dazu mache ich euch kein Video. Dazu gibt es nur Notizen, aber ich denke mal, die werden auch ausreichend sein. Ja, angefangen von hier oben geht das dann bis nach hier unten, irgendwann bis um den Rücken herum. Und dann wurde es hier unten zur Runde geschlossen. Und ich arbeite meins mit Zunahm. Ich weiß nicht, wie Nora das macht, ob Nora das mit Zunahm. Ich häkle halt eine Runde und nehme dann vier Maschen zu, häkle eine Runde und nehme vier Maschen zu. Und alles im Kreuzstäbchenmuster. Ja, also wie gesagt, Anleitung. Wenn das Kleid fertig ist, mache ich es euch schriftlich fertig. Ansonsten dauert es noch ein bisschen. So sieht es jetzt aus. Es sind vier Reihen dazu gekommen. Also es ist nicht weltbewegend, es ist vier Reihen. Aber wir haben uns halt auch das Ziel gesetzt, dass wir zu Weihnachten auf jeden Fall spätestens fertig sein wollen. Und ja, es sind noch 3 Monate. Aber hallo? Wer weiß, wie lange ich doch noch dafür brauche, weil irgendwie dazwischen irgendwelche Projekte kommen, die ich gerne machen würde. Ja, ich habe gesagt, ja, welches Garn es ist, aber ihr müsst noch wissen den Namen von dem Farbverlauf. Das ist Haselnusswall dreifach 1400 Meter und die habe ich mir extra für ein Kleid wickeln lassen. Ich habe ja schon wieder Wolle von Wulpedia. Auch da kommt bald ein Unboxing auf dem anderen Kanal. Also wenn ihr gerne mit mir Garne auspacken möchtet oder Garne anschaut. Weil so viel auspacken mache ich ja nicht. Aber Julia und ich, wir sind Kooperationspartner und sie schickt mir immer
Garne zu, aus denen ich was häkle und natürlich, damit ich euch das in der Kamera präsentiere. Julia findet ihr hier überall, YouTube, Facebook, eigenen Shop, auf Etsy gibt sie auch und ihre Bücher hat sie auch auf Amazon, da könnt ihr auch gucken. Ja, falls ihr da Interesse habt, da gibt es ja auch so einige Bücher. Genau, also das habe ich gerade im Wickel und ich habe schon wieder zwei neue Knäule, um nochmal zwei Kleider zu machen. Also Nora, wir müssen uns ranhalten, da ist schon wieder, ich habe schon wieder zwei Kleiderknäule mir besorgt. Ne? Und ja, sie sind wieder so schön bunt. Ich mag das halt. Also beziehungsweise, ich glaube, ich bin der Typ, ich brauche das auch. Also ich brauche so einen Farbwechsel. Ne? Hier ist zum Beispiel das, ich denke mir immer so, ja, noch bis zum Knötchen. Ne? Und dann hast du wieder was geschafft. Ne? Also ich brauche verschiedene Farben, ich mag das. Ja, das wächst vor sich hin. Ich habe es mit einer 2,5er Nadel angefangen, bin dann auf eine 3er gewechselt und wie gesagt, jetzt nehme ich ja hier dieses Monster. Ja, was lass das eine 4,5er sein? Also wenn, vielleicht eine 4er. Lass es eine 4er sein. Ja, genau. Ich mache das immer nach Gefühl. Mir ist das eigentlich egal, was das für eine Nadelstärke ist. Und ja. Ja. Das wohnt auch in einem Beutel, das kann ich euch auch sagen, ist ein Etsy-Shop. Das ist Beatrice Lampe und sie macht auch so ähnliche Beutel wie Nadelmikado, aber du hast eben diese Tragegriffe nicht und du hast hier drinnen kein Innen, wo du was dranhängen kannst. Ne? Aber ansonsten ist es dasselbe Prinzip und ich mag diese Dinger, weil ich mag das, dass man das auf und zu ziehen kann, lieber als Reißverschlüsse, weil ich irgendwie das Ding auch offen stehen lasse meistens und gucken kann, was da drin ist. Und auch wenn es mal verschlossen ist, kann man noch sehen, was drin ist. Und dann kann das schlechte Gewissen an einen arbeiten. Ja, ihr habt ja selber gemerkt, ich habe sehr viele Projekte. Und ich versuche jetzt gerade auch ein bisschen die Projekte ein bisschen abzubauen, die keine Videoprojekte sind, weil Videoprojekte sind ein bisschen anstrengender, weil ich da ja immer erst so phasenweise dran häkeln kann. Also ich erkläre euch das ja jedes Mal, glaube ich, beim Video. Ne? Ich häkle, also ich beginne was zu häkeln und mache dann schon die Aufnahme, außer bei Tüchern. Ne? Tücher häkle ich meistens vor und drehe sie dann ab. Aber bei anderen Projekten, wenn es so Kleider, Pullover, Mützen, keine Ahnung ist, dann beginne ich mit dem Video, wenn ich das Projekt beginne. Und da muss ich halt aber auch gerade in dem Moment Zeit haben, wenn ich das Projekt beginne. Ne? Meistens mache ich es, wenn ich eh gerade drei Videos drehe. Es ist alles aufgebaut und dann denke ich, gut, jetzt fängst du noch drei Projekte an. Ja, weil es gerade aufgebaut. Und dann wird gehäkelt. Und dann warte ich wieder, bis ich einen Moment Zeit habe zum Video drehen. Und meistens habe ich dann auch so 4, 5 Projekte angesammelt, die ich dann erstmal abdrehe. Manchmal sieht man das an den Tutorials, wenn der Untergrund, weil ich dekoriere, ich versuche immer saisonal zu dekorieren, aber manchmal sieht man das, weil dann die Dekoration anders ist. Ne? Und dann wisst ihr, okay, das war wieder ein anderer Tag. Ja. So. Ich habe noch ein Tuch, das lebt in der Tasche, die habe ich mal von Christina bekommen, geschenkt bekommen. Und diese Tasche ist einfach, ich liebe diese Tasche, ich weiß auch nicht, ich habe die überall mit dabei. Ich habe die auch ständig in der Hand. Auf jeden Fall, da wohnt auch ein Tuch drin und ein Haargummi sehe ich gerade, super. Und das Tuch häkle ich hier aus Witchy Green, also wie Hexe. Hexegrün. Hexigrün, kann man auch sagen. Ja. 1000 Meter vierfach. Das ist eins von meinen Halloween-Garnen. Und daraus mache ich auch ein Tuch. Da mache ich euch auch die Häkelschrift für den Community-Teil fertig. Dann könnt ihr da schon mal nach der Häkelschrift häkeln. Aber es dauert immer so ein bisschen, ja, weil ich will da jetzt auch nicht jeden Tag was posten, sondern wirklich immer mal so ein bisschen. Ne? Also. Das ging auch ein bisschen voran.
So sieht das aus. Ist auch ein ganz einfaches Tuch. Wir haben einen Mustersatz, der sich ein bisschen länger wiederholt, und haben dann noch mal so ein was Luftiges dazwischen, ne? Als wäre es nicht so schon luftig genug. Das Tüchlein. Also ihr habt gesehen, der Bobbel fängt lila an. Das ist Oleander. Und geht durch meine Grüntöne so ein bisschen durch, außer Tannengrün. Ist nicht mit drin. Genau. wenn ihr immer mal so Fragen und Wünsche habt, zwecks Garne, könnt ihr das mir auch gerne immer auf Etsy schreiben. Auf Etsy funktioniert das ein bisschen besser, weil dann komme ich nicht durcheinander. Ich habe nämlich so ein Problem, wenn ihr mir auf Instagram, Facebook, E-Mail und Etsy schreibt, komme ich irgendwann durcheinander. Das muss eben dann auch irgendwann mal sein und dann vergesse ich auch mal jemanden. Also es wäre super günstig, wenn ihr mir auf Etsy schreibt, weil dann kann ich das auch gleich passend verarbeiten. Also ihr möchtet lieber einen Oleander in Pinktönen weiter gearbeitet haben, also sprich eine Witchy Pink statt Green, dann könnt ihr mir das gerne auch schreiben. Und wenn sie von der Lauflänge ein bisschen kürzer sein soll, dann könnt ihr mir das auch schreiben. Vierfach wickle ich aber nur in 1000 Meter, also falls ihr da euch wundert. Das liegt so ein bisschen auch an meinen Wicklern, weil wir wickeln nur per Hand und ich möchte auch weiterhin nur per Hand wickeln. Und um die Wickler ein bisschen zu schonen, wickle ich nur bis 1000 Meter. Ne? Also möglich wäre tatsächlich auch viel, viel mehr, aber ich sage dann auch immer nicht lange. Ne? Also dann macht so ein Wickler auch nicht lange mit. Und deswegen vierfach 1000 Meter, das höchste. Fünffach bin ich so bei 700 Meter. Ihr könnt mich aber auch mal wegen 800 Meter fragen. Das ist dann aber auch schon wieder so, wo ich sage, das reicht dann auch, ne? Und dreifach bis 1500 Meter, das ist dann aber auch schon wieder die Grenze, wo ich sage, das lässt sich noch gut wickeln. Alles andere wird dann schon langsam ein bisschen schwierig. Ne? Kommt wahrscheinlich auch darauf an, wie fest du wickelst. Wenn wir fester wickeln würden, würde das funktionieren. Aber ich mag das generell zu fest gewickelt auch nicht. Also, weil wenn du gerade aus der Mitte herausarbeitest und wenn es dann zu fest ist, das hakt ja so schon manchmal. Ne? Ja, genau. 3 mm Nadel, ihr Lieben. Jetzt kommen wir zu einer großen Nadelstärke, nämlich da arbeite ich mit einer 4,5er und zwar aus der Katze Lucy. Häkle ich ein Kleidchen und zwar hat mir Nora ein Oberteil geschenkt und da häkle ich ein Muster dran. Genau, ein Kleidchen. Ob ich jetzt die 1500 Meter dreifach komplett verhäkle, das weiß ich nicht. Es soll richtig luftig werden, deswegen eine 4,5er Nadel. Und ich arbeite nur in Doppelstäbchen, damit es super luftig wird. Aber da ist eben die Frage, brauche ich denn wirklich 1500 Meter? Oder wird das denn nämlich schon zu lang? Bei 1,70 kann noch ein bisschen was rein. Und ich könnte eventuell hier jetzt auch nochmal eine Zunahme reinarbeiten, aber weiß ich nicht, ob ich das möchte, weil diese Kleidchen mit ultra viel Volumen habe ich ja jetzt auch schon einige. Ich hätte auch gerne mal so, nicht so krass eng sitzender, aber schon ein bisschen was Körperbetontes. Ja, mal gucken, ne? Wie viel da jetzt reingeht und wie weit der Verlauf. Ansonsten gibt es noch irgendein Highlight dazu, aber fragt mich nicht was. Ja. Wie ich das hier zusammen mit dem Muster gehäkelt habe, findet ihr tatsächlich auf meinem Daily-Kanal. Da habe ich euch gezeigt, wie man, wo man, was man an Mustern so machen kann und wo man das findet, wie man dann Spiralrunden häkelt und wie ich so ein Modell anfange, wenn ich das Top schon fertig habe.
Also ja, so Tops hat vielleicht jeder irgendwo rumliegen. Man kann das auch mit Stoff-T-Shirts machen. Da muss man dann aber vorher so eine Naht vorher reinarbeiten. Das zeige ich euch auch auf dem Daily-Kanal, wie wir nämlich meine Stickprojekte vorbereiten. So könnte man das auch bei T-Shirts machen oder bei Jeans. Wenn du dir so einen halben Jeansrocken häkelst, habe ich auch schon alles gemacht. Oh Gott. Zeiten. Da habe ich so eine Jeanshose auseinandergeschnitten, habe mir dann so das umnäht per Hand und habe dann angefangen, so dran zu häkeln. Ne? Also es geht natürlich wesentlich leichter, wenn du schon Maschen hast, als wenn du das per Genähten machst, aber so funktioniert das natürlich auch. Wie gesagt, da kommen jetzt ein paar Videos hoch, werden jetzt demnächst ein paar Videos online kommen, wie man Sachen umnäht. Ich habe es jetzt für einen Stickstoff gemacht. Da hast du natürlich dieses Zielmuster, Kreuzstichmuster, also Kreuzstichstoff. Da hast du ja diese Vierecke und dann kannst du es da wunderbar nacharbeiten. Und dann habe ich gezeigt, wie ich das umhäkle. Und das könnte man aber auch auf Stoff und ein Kleid oder Rock beziehen. Ne? Also nur so als Idee. Ja, nee, habe ich alles gesagt, ne? Ja. Oberteile für so eine Oberteile gibt es hier auch auf dem Kanal Videos, falls ihr da Inspiration braucht. Aber ich denke, da gibt es generell auf YouTube so viel Inspiration, dass man das mal nachhäkeln kann und dann eben einen Rock dran sich bastelt. Ist total einfach. Ja. Jetzt kommen wir zu etwas, wo ich nicht weiß, ist das jetzt ein Fail oder ist es kein Fail? Ja, mir passt die Socke und deswegen werde ich sie so lassen. Aber ich hätte sie schon gerne ein bisschen größer gehabt, aber ich habe mich halt verzählt, ne? Ich habe nämlich bei meiner Hexagon-Socke vergessen, wie man bis 10 zählt, weil ich mache normalerweise das Hexagon 10 Reihen lang. Und habe hier aber 9 gemacht. Ja, und somit ist aber auch eine Hexagonsocke fertig geworden. Aber ich habe beim Bündchen mich gewundert, warum ist denn das so eng? Ich komme rein mit dem Fuß, das ist keine Frage. Das passt schon. Ne? Ist dann natürlich ein bisschen weiter auseinandergezogen als wie normal, aber keine Ahnung, was ich mir dabei gedacht habe. Also 10 ist sonst eigentlich das, was ich für meine Schuhgröße 40 bis 42 immer häkle. Oder für John. Selben Schuhgrößen, ne? Jetzt könnte man sagen, entweder habe ich große Füße oder er hat kleine Füße, keine Ahnung. Legt euch das so aus, wie ihr das möchtet. auf jeden Fall ist es die Hexagon-Socke Nummer 2. Die findet ihr auch auf meinem Kanal. Mit dem Granny-Muster, aber es gibt auch eine mit dem geschlossenen Muster. Also da könnt ihr euch aussuchen, was ihr wollt. Und hier auf der Innenseite ist die Naht, wie ich nach oben gehe. Ja, Hexagon in Spiralrunden habe ich mich jetzt auch noch nicht dran getraut. Geht bestimmt auch, kann man auch machen. Aber dann hat man ja hier oben so ein größeres Loch, was man später auch noch ein Stücke zunähen kann, weil man hat ja den Anfangsfaden und bla und blub. Klar, aber ich mache es doch noch in Runden, auch wenn ich zu doof bin zum Zählen. Bleiben wir dabei. Ist mir halt auch öfters aufgefallen, dass ich ein Zählproblem habe. Ich kann ja auch nicht messen. Das kommt schon von irgendwoher. Ne? Häkeln tue ich die Hexagonsocke aus diesem Modalgarn von der lieben Julia von Wulpedia. Übrigens findet ihr unten in der Videobeschreibung einen Rabattcode, den könnt ihr gerne benutzen und da findet ihr auch alle Links zu Julia. Ich habe dadurch, dass ich die Größe versaut habe, noch nicht das Mittelstück erreicht von der Socke. Das ist nämlich ein Sockengarn und da ist die Mitte mit einer Perle markiert. Ja, das heißt, ich werde die nächste Socke jetzt aus der Mitte heraus häkeln. Ich habe jetzt diesmal außen heraus gehäkelt und jetzt häkle ich aus der Mitte heraus. Und wenn ich jetzt nicht wieder irgendwas mache, nämlich diesmal 9 Reihen häkle, dann werde ich auf jeden Fall die Mitte nicht erreichen. Die Perle werde ich nicht
finden. Ja, weil ich sie eben eine kleine Nummer zu klein gehäkelt habe. Damit geht das aber jetzt auch nicht auf, weil ich nicht weiß, ob diese Laufmeter, die sie mir da geschickt hat, jetzt ausreichend gewesen wären. Ich glaube, das waren 350 Meter. Oder war der sogar noch kleiner? Ich habe leider auch die Banderole verbaselt. Ja, deswegen kann ich euch auch nicht sagen, wie er heißt. Aber wenn ihr bei Wikipedia unter den Socken guckt, grün, grau, dunkelgrau, den findet ihr. Den findet ihr. Da bin ich mir relativ sicher. Ja, okay. Also in mehreren Sachen versaut, weil Socke zu klein, sie passt. Sie passt. Aber ich häkle lieber, dass das Bündchen ein bisschen größer ist. Guckt mal. So, Achtung, Fußcontent. Da, sie passt. Ich krieg's nicht hin. Ja, aber sie ist dadurch ein bisschen weit auseinander und ja. Aber ihr habt gesehen, ich krieg sie an. Ich krieg sie an, ich krieg sie an. Oh, Sport. Oh, Leute. Was mache ich hier? Okay. Ja, gut. Gut, super. Was ich immer nicht mag, ist, wenn man sie dann anhatte, dann ist sie erstmal so verformt. Ne? Dann ziehe ich sie immer erstmal zurecht, weil ich will auch noch Fotos dafür machen. Ne? Ja, gut. Irgendwie hat mich das dann aber aus der Laufbahn gebracht, dass ich die Socke fertig machen würde. Okay. Was mich auch so ein bisschen aus der Laufbahn gebracht hat, damit ich was euch zeigen kann, ist die Mütze. Johns Pullover. Er kriegt noch einen Pullover, keine Frage. Aber er wollte eine Mütze haben. Er wollte auf einmal eine Mütze haben. Okay, also habe ich eine Mütze angeschlagen. Aus dem Garn Johnny Meliert. Fünffach. Habe ich jetzt diese Mütze in Arbeit. Das ist auch eine Socken, eine Mützenanleitung von meinem Kanal. Man häkelt erst ein Bündchen, was einmal um den Kopf herum passt und strickt dann. Ja, ich musste das Stricken auch zweimal ribbeln, weil ich hatte erst zu wenig Maschen, das hat mir nicht gefallen, und dann hatte ich zu viele Maschen. Das sah auch blöd aus. Und jetzt habe ich so einen richtigen Punkt gefunden. Also, der Punkt ist, ich habe zwei Reihen feste Maschen hier gehäkelt. Ihr habt ja hier diese Reihen vom Bündchen, die hier immer so runtergehen. Und dann geht ihr ja erst hier oben an der Mütze entlang. Ne? Und hier oben die Zunahmen habe ich noch gehäkelt. Ich habe erst einmal gehäkelt ein Streifen, eine Masche. Ein Streifen, zwei Maschen. Na, so. Und dann habe ich noch eine zweite Reihe gehäkelt mit drei Maschen. Eine feste Masche und dann zwei feste Maschen, also die vierte. Dann habe ich zweimal eine feste Masche gehäkelt und zwei feste Maschen in die dritte. Das Ganze habe ich wiederholt. Das heißt, erst immer jede vierte zugenommen, dann jede dritte zugenommen. Jede vierte, jede dritte. Jede vierte, jede dritte, bis ich wieder Reihe rum war. Und dann war es ausreichend. Ja, also nehmt nicht zu wenig auf und nehmt auch nicht zu viele Maschen auf. Es muss natürlich ein bisschen mehr sein, als wenn du häkeln tust, weil häkeln sind die Maschen größer als gestrickt. Sonst passt hinterher die Mütze nicht. Ja. Ich weiß nämlich, was das Problem bei dem anderen Video war. Da habe ich das Bündchen nämlich viel, viel größer gemacht. Das sitzt relativ locker auf meinem Kopf. Und John wollte das jetzt relativ fest haben. Und damit hatten wir nämlich schon das Problem, dass es nicht gepasst hat. Ja.
Ich werde euch, wenn die Mütze fertig ist, nochmal Notizen dazu fertig machen und werde sie in den Community-Teil posten. Aber ja, erst wenn die Mütze fertig ist. Auf jeden Fall habt ihr dann jetzt so ein Beispiel, so sieht es gehäkelt aus. Und so würde es verstrickt aussehen. Stricken tue ich das Fünffachgarn mit einer 4 mm Nadel. Das sind die Unicorns von Adi. Auf einen kleinen Seil. Und daran habe ich schon gemerkt, ich konnte nicht in Runden stricken beim ersten Mal. Und die Maschen haben sich ganz weit auseinandergezogen. Da habe ich schon gedacht, nee, das wird nichts. Klar, die ziehen sich dann nachher wieder zusammen. Aber dann ist ja die Mütze viel zu klein. Ja, und deswegen müssen da ein paar mehr Zunahmen rein, damit das ein bisschen größer wird. Ja, genau. Ist ein bisschen mit Basteln verbunden. Naja, was soll's. Machen wir weiter. Machen wir weiter im Programm. Ich häkle noch eine Mütze. Und das wird eine Häkelmütze. Und zwar habe ich das Bündchen fertig und bin jetzt an dem Punkt, wo ich mit dem Video beginnen könnte. Bündchen, wieder bis es einmal um meinen Kopf herum passt. So nehme ich da immer Maß und ein bisschen locker, ein bisschen fest sitzt die in so einem Mittelding, ne? Also es darf nicht zu fest und auch nicht zu locker sitzen, sondern so ein Mittelding, ne? Und häkeln tue ich das mit Meliert Kaminarmt. Und mit dem Rest Kurkuma Candy, aber wirklich bloß mit den Kurkuma Candy noch. Ansonsten, das Kurkuma geht dann woanders hin. Weil ich will euch ja da auch ein Set zusammenstellen, denn, damit ihr euch ein Mützenset habt. Ne? Das Ganze ist einmal, das hier ist ein Vierfachknäuel und das hier ist ein Dreifachknäuel. Zusammengenommen ergibt das dann ein Siebenfachknäuel und damit häkle ich die Mütze. Ja. Wie gesagt, Videoprojekt ist jetzt an der Stelle, wo das Video beginnen müsste. Und so lange muss es eben dann jetzt erstmal ruhen, ansonsten wäre die Mütze schon fertig. Häkeln tue ich das auch mit einer Vierernadel, weil siebenfach brauchen wir eine Vierfachnadel. Oh Gott, ey. Sieht denn beides verhäkelt so aus, ne? Okay. Habt ihr das mit dem Bündchen auch gleich nochmal gesehen? Passend. Weiter geht es. Ja, es sind nur noch zwei Projekte, dann sind wir durch für heute. Mit meiner Strickejacke. Und die hat einen Ärmel gekriegt, ne? Und jetzt bin ich auch an dem Punkt, ich müsste jetzt erstmal das Video weiter drehen. Ich habe bei meiner Strickejacke mal ein Muster mit reingearbeitet. Generell habe ich immer ein paar Muster reingearbeitet und dann hat man eben das Strickstück da. Ne? Ja, Ärmel ist lang genug, fehlt jetzt das Bündchen. Erstmal kommt eine Reihe Abnahmen und dann kommt das Bündchen dran. Häkeln tue ich das mit der Bobbel Waldbeeren. Also alles, was gehäkelt ist, Arme, Raglan, einen Raglan von oben und später das Bündchen, was um den Raglan noch herumkommt, wird gehäkelt und das mache ich aus Waldbeeren 1000 Meter. Die Arme werden wieder unterschiedlich. Ich weiß, das wird wieder einige. Da rufen sich wieder einige zu. Nein! Das mag ich nicht! Und ich denke so. Mir doch egal, dass ich häkle das so und gut ist. Man könnte jetzt ganz einfach auch sagen, ich mache das alles aus Waldbeeren meliert. Damit habe ich gestrickt. Das ist ein Fünffachknäuel. Ja, hier oben wird es nicht so ein großes Bündchen geben. Ich weiß nicht, hier werde ich glaube ich bloß ein paar Reihen mit festen Maschen drüber häkeln. Ein Knopfloch. Und hier oben an der Jacke ein Knopf. Das hatte ich mir jetzt gedacht. Ja. Genau.
Und hier unten kommt noch Mühlänge mit dran, weil da kommt ja noch ein Bündchen dran. Und wie gesagt, auch das wird gehäkelt. So, mein Waldbärenknäuel sieht jetzt so aus. Es wird halt ein bisschen lila und dann kommt wieder ein bisschen Lavendel. Ich weiß nicht, wie weit ich jetzt damit noch, wie viel ich davon noch brauche. Ich muss ja bloß ein Armbündchen und eine kleine Blende häkeln. Und dann wäre ich ja schon fertig. Wir gucken mal. Wir gucken mal, wie lange ich noch dafür brauche. So, und dann habe ich noch meinen Pullover. Auch noch ein Halloween-Projekt. Ja! Und zwar habe ich jetzt beide Teile fertig. Rücken- und Vorderteil sind jetzt beide gleich groß. Was ist denn hier los? Okay. Also, Vorderteil kennt ihr ja, ist das mit der Fledermaus. Da ist eine Fledermaus irgendwo. Seht ihr sie? Ihr seht sie. Ich weiß, dass ihr die Fledermaus seht, ne? Da ein Ohr, ein Flügel und da ist das Gesicht. Ja, da irgendwo, ne? Ich hoffe, ihr habt das irgendwie gesehen. Ja. Vielleicht so. Seht ihr die Fledermaus? Ja, also davon wusste ich euch das Zählmuster natürlich auch. Dann könnt ihr das wieder für andere Sachen benutzen. Ich habe es diesmal auch ausgezählt. Ja, guckt mal, das sieht man doch perfekt, ne? Für euch. Ja, ich weiß nicht, was ich getan habe, aber ich habe es ein bisschen verschoben. Der ein oder andere wird sehen. Ich habe den Fehler nicht gefunden. Die Fledermaus ist eigentlich gleich. Also die Ohren sehen gleich aus. Der Kopf sieht gleich aus, die Flügel sind gleich, aber irgendwo habe ich eine Zählung reingebracht, die falsch war. Ja, also hier sieht man ja, an den Flügeln ist es noch recht so, wie es sein muss. Ich wusste, dass es knapp wird, ja, weil ich ja wieder angeschlagen habe ohne das Zählmuster. Und hätte ich vorher das Zählmuster gemacht, dann hätte ich gewusst, dass ich hier links und rechts so ein bisschen mehr Luft brauche, damit nachher die Fledermaus nicht einmal komplett um mich herum wandert, sondern schön zu sehen ist. Aber ihr wisst es dann, weil für euch habe ich es ausgezählt. Ihr wisst, dass ihr es ein bisschen größer gestalten müsst. Und ihr gestaltet ja eure Sachen eh ein bisschen größer als ich. Ne? Ich immer mit meinen Kindersachen. Aber auf jeden Fall alles schon Kommentare gewesen. Ne? Also es sind Sachen, die ich mir nicht ausdenke, das habe ich alles schon gelesen. Auf jeden Fall ist aber irgendwas irgendwann schiefgegangen. Aber ich habe den Fehler, ich weiß es nicht. Aber das geht mir beim Kreuzstich auch so. Irgendwann ist da irgendein Fehler und ich finde ihn nicht. Und vielleicht ist das genau das, warum ich sage, ist mir eigentlich egal. Ja, also eigentlich ist es gleich und eigentlich müsste es auch gleich aussehen, aber wer weiß. Und ich habe ja gesagt, ich habe beide Teile fertig. Ja, hier ist der Rücken. Der Rücken hat kein Muster, der sieht so aus. Das Ganze ist ein meliertes Garn. Ich weiß, dass man es nicht wirklich erkennt, weil es nur aus Pinktönen besteht. Es ist Katis Halloween Pullover. Meliert. Es ist ein meliertes Garn. Oh mein Gott, jetzt habe ich hier schon wieder eine Masche. Da kriegen auch wieder einige eine Krise. Aber mir ist es auch wieder egal, weil dann häkle ich die zwei Maschen und dann ist gut. Auf jeden Fall meliertes Garn. Und ich hatte jetzt zweimal 700 Meter für Rückenteil und Vorderteil. Das wird dann zusammengehäkelt. Und dann kommen noch die Arme dran in Spiralrunden. Ja. Das Garn sieht so hier aus. Pinky Pink Pink. Und ja, es sind unterschiedliche Pinktöne. Fünffach. 700 Meter, also ich glaube, ich hätte schon dreimal gesagt. Und die Bündchen werden aber kunterbunt. Da, da haben wir Candy, Kiwi, Rivera und Violett drinne. Und das werden die
Bündchen, die sollen schön bunt werden. Also sowohl das am Hals als auch das am Körper und an den Armen wird so. Das Problem ist jetzt nicht, dass ich nicht fertig werde bis Ende Oktober. Das denke ich nicht. Das wird schon funktionieren. Aber weil es sind bloß nur Arme. Also eigentlich sind das Projekte, die relativ schnell gehen. Das sehe ich ja auch immer an euch, wenn ihr Projekte häkelt. Ihr seid ja manchmal durchgeflitzt. Na gut, ihr habt vielleicht dann auch bloß ein Projekt oder drei auf den Nadeln oder fünf. Und ihr seid dann schnell durchgeflitzt, nicht so wie ich mit meinen 1000 Projekten. Aber daran weiß ich ja, sehe ich ja, dass das eigentlich alles easy peasy Projekte sind, die schnell zu machen sind. Bei mir scheitert es echt am Videodrehen. Das ist das, was im Kosmetikstudio besser war. Da hatte ich immer mal so zwischendurch Luft, dann habe ich mir das alles aufgebaut und habe dann daran gearbeitet. Und hier fehlt mir manchmal die Ruhe dazu. Es ist mir bei den Dailies aber auch schon aufgefallen, weil der ein oder andere wird auch mitkriegen, dass Lukas ist ja relativ viel in sein Zimmer, aber ist halt auch viel zu Hause. Wir sind halt sehr viel zu dritt, ne? John ist sehr viel zu Hause. Ich versuche ihn ja auch ab und zu mal rauszuschmeißen, damit ich mal Ruhe habe, aber das will ich halt auch nicht, ne? Also wir müssen da mal gucken, dass wir da so eine kleine Lösung finden, wie wir das am günstigsten machen. In Altenau wird er Kopfhörer kriegen, damit ich dann in Ruhe arbeiten kann. Weil ihr wisst ja, in Altenau haben wir bloß die zwei Räume und da kriegt er Kopfhörer. Dann kann ich in Ruhe arbeiten. Ja, also manchmal fehlt mir hier so ein bisschen die Videozeit und das Problem ist manchmal auch die Katze. Also Bommel denkt immer, der Schreibtisch ist schön eingedeckt, den gehört er ihm. Wenn der Schreibtisch leer ist, dann geht er auch nicht drauf. Der wartet immer darauf, dass ich was hinlege. Ja, Katze verzogen. Okay, ihr Lieben. Wir kommen zur Auslösung von unserem Gewinnspiel. Darauf habt ihr ja gewartet, bestimmt schon. Da ist es. Es ist was dazugekommen. Guck mal, ich habe ein Täschchen für euch entdeckt. Und das habe ich jetzt dazu gepackt. Ja, es sind eigentlich Geschenkbeutelchen von dem Laden. Aber die sind auch mal mega süß als Projektbeutel auch, ne? Also da ist dann auch noch ein bisschen Platz für, keine Ahnung, könnt ihr auch noch eine Anleitung mit reinmachen, euer Projekt und eure Nadel. Die Nadel ist auch mit drinne. Ihr wisst, es gab ja den 1000 Meter Bobbel, Bobbel 17.000, da ist auch ein bisschen, Lux da ein bisschen, Nadeln. Und ich tue noch ein bisschen Krimskram mit rein natürlich. Und ja, Auslosung findet jetzt statt. Ich gratuliere der oder die Gewinnerin. Ich weiß es nicht. Das entscheidet ja das Programm und ich sehe es dann auch immer erst hinterher, wer gewonnen hat. Also herzlichen Glückwunsch. Ich würde mich freuen, wenn du dich entweder auf Etsy oder Instagram oder per E-Mail bei mir meldest. Cool wäre eins von den ersten genannten beiden Sachen. Wenn du das nicht hast, dann auf jeden Fall mit der E-Mail. Die findet ihr. Unter dem anderen Video war sie schon drinne. Ich weiß nicht, ob ich sofort dran denke, wenn das Video hier online kommt, euch das da gleich wieder meine E-Mail-Adresse zu verlinken. Ansonsten ist sie aber auch im Impressum unterlegt. Da könnt ihr auch die E-Mail-Adresse raussuchen. Genau. Also, ich wünsche dir auf jeden Fall viel, viel Freude mit dem Garn. Und vielleicht machst du irgendwas anderes draus. Vielleicht machst du aber auch das 17.000-Tuch. Das weiß ich nicht. Ich bin gespannt. Okay, ihr Lieben. Ansonsten vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Ich grüße natürlich auf jeden Fall nochmal alle meine Mitglieder. Ich habe wieder den Zettel vergessen. Also seid ganz lieb gegrüßt. Ich würde es ja versuchen, aus dem Kopf zu machen. Aber mir tut es dann leid, wenn ich ihn vergesse. Und deswegen machen wir es nicht. Und ihr wisst ja, das mit den Mitgliedschaften neigt sich jetzt dem Ende zu. Es ist nicht mehr lange. Und ja, ihr Lieben. Also, ihr Lieben, vielen, 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 vielen lieben Dank.
fürs Zuschauen. Wenn dieses Video euch gefallen hat, freuen wir uns über Däumchen, über Kommentare und natürlich über kostenlose Abos. Wenn ihr das noch nicht getan habt, macht das gerne. Dann verpasst ihr auch nicht unsere Videos. Es kommt hier mindestens dreimal die Woche ein Video online, zwecks Thema Häkeln, Podcast, Tutorial und meistens noch ein Karl. Ja gut, zum Winter hin ist die Karlzeit immer ein bisschen weg, aber sie kommt wieder. Und es gibt auch immer schöne Community-Beiträge, glaube ich. Also ich glaube, dass sie schön sind. Okay, ihr Lieben. Ciao, bis nächste Woche. Macht's gut. Tschüss.